Das Sommerhaus der Stars-Kandidat Johannes Haller war bereits in einigen TV-Formaten zu sehen. Versuchte er zu Beginn seiner TV-Karriere noch Bachelorette Jessica Paschka zu erobern, wurde er schließlich bei Bachelor in Paradise fündig und traf dort auf seine langjährige On-Off-Freundin Jelis Kork. Der 32-jährige Johannes Haller stammt ursprünglich aus dem Schwabenland. Inzwischen hat es ihn jedoch an den Bodensee verschlagen. Bislang war er beruflich hauptsächlich in seiner Position als Außendienstmitarbeiter in der Baumaschinenbranche tätig. Mittlerweile hat er jedoch auch erste Gehversuche in der Modebranche gewagt. Privat gilt seine Leidenschaft dem Segeln, dem er in seiner Freizeit in jeder freien Minute nachgeht. Das heißt, wenn ihm nichts anderes dazwischen kommt. Der gläubige Christ engagiert sich nebenbei nämlich auch ehrenamtlich in der Jugendarbeit und bildet junge Pfadfinder aus. Christ und Trash-TV, passt das zusammen? Johannes sieht darin jedenfalls kein Problem. Nachdem Bachelorette Jessica Paschka sich gegen ihn entschieden hatte, nahm Johannes Haller wenig später an einer anderen RTL-Show teil. Bei Bachelor in Paradise lernte er Jelis Kork kennen. Gefunkt hat es aber schließlich nach der Sendung. Vor der Kamera waren sie noch lediglich Freunde. Im April 2019 verkündete Haller die Trennung von Kork. Der Druck der Öffentlichkeit war zu groß. Doch das Paar raufte sich wieder zusammen. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber diese Trennung haben wir vielleicht einfach gebraucht. Wir haben erst durch die Trennung gemerkt, wie sehr wir den anderen lieben, erklärte das Paar in einem Gala-Interview. Im Mai 2020 gaben Jelis Kork und Haller ihre endgültige Trennung bekannt. Zuerst hatte die Influencerin Jelis vor allem positive Worte für ihren Ex. Doch das änderte sich schnell. Bei Instagram schüttete sie ihr Herz über die zwei verlorenen Jahre aus, die sie an Johannes verschwendet hat. Mittlerweile hat sich Jelis aber von der Trennung erholt und auch Johannes wurde bereits mit einer anderen Frau in einem Düsseldorfer Spa gesichtet. Gerüchten zufolge soll es sich um die Ex-Bachelorette Jessica Paschka handeln. Seit Beginn der Corona-Krise betreibt Johannes ein Bootsunternehmen auf Ibiza, mit dem er unter anderem Touren nach Formentera anbietet. Pamela Reif nahm seine Dienste bereits in Anspruch und ließ sich zusammen mit Bruder Dennis und Mutter Manuela Reif von Johannes nach Formentera schippern. Bonnie Strange, die wie Johannes Haller viel Zeit auf Ibiza verbringt, trifft sich ebenfalls hin und wieder mit dem jungen Mann. Beispielsweise half er ihr beim Montieren einer Kinderschaukel für Baby Goldie. Im Sommer 2020 ist Haller in der von Kathi Hummels moderierten Sendung Kampf der Reality Stars zu sehen, die jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt wird.